willkommen, Applaus. In der roten Ecke begrüßen wir aus Bremen Andreas Reimer. Die beiden Boxer boxen heute Abend um die Interkontinentalmeisterschaft. Begrüßen Sie mit mir den Vizepräsidenten des BDB, Volker Grill. Schönen guten Abend. Und den Präsidenten der GBU, Jürgen Lutz. Kommen wir zu dem Mann in der blauen Ecke. 30 Jahre jung, gestern beim Wiegen 68,6 Kilogramm, 1,83 Meter groß, gab sein Profidebüt am 10. November 2011. Sein Trainer, den haben wir heute hier schon erlebt, ist Alexander Petkovic. Er hat eine blütenreine Weste, ein Kampf, ein Sieg, ein K.O. aus Serbien, Loschina, Predrag Kovacevic. In der roten Ecke begrüßen wir den 32 Jahre jungen, 68,6 Kilogramm schweren, 1,68 Meter großen Boxer mit dem Profidebüt am 28. Mai 2005, dem Trainer Peter Moisenko. In seiner Ecke haben wir noch Alexander Simon und Alexander Moisenko mit 20 Kämpfen, 8-7, 7 durch K.O., den schnellsten deutschen Meister, nämlich nach 55 Sekunden in der ersten Runde gegen Mike Peter. Den GBC Intercontinental Champion aus Bremen, Andreas Reimer. Als Punktrichter begrüßen wir Rainer Gottwald und Dieter Adam, Ringrichter Holger Wiemann. So, also, dann gehen wir in den ersten Titelkampf des Abends. Es geht um den GBU Interkontinentaltitel im Halbmittelgewicht. Andreas Reimer kriegt es zu tun mit Predrag Kovacevic. Kovacevic ungeschlagen, allerdings auch erst mit einem Profikampf. Den konnte er vorzeitig gewinnen. Von der Seite Andreas Reimer, der erfahrenere Mann, 20 Kämpfe. 8 Siege und in seinem letzten Kampf konnte Andreas Reimer für einiges Aufsehen sorgen, als er einer SAT-1-Veranstaltung, damals im Hauptkampf Susi Kentikian, da
Da konnte dieser Andreas Reimer Mike Keta K.O. schlagen. Mike Keta, der von Sat 1 aufgebaut werden sollte als einer der künftigen kommenden Männer. Und durch diesen schnellen K.O.-Sieg, wie eben unsere Ringsprecherin Beate Schand sagte, 55 Sekunden hat er nur gebraucht, um Maiketa auszunocken. Der Kampf hier läuft jetzt schon länger. Dadurch konnte er sich eben den Titel des deutschen Meisters im Halbmittelgewicht sichern. So. Hier fintiert er vor allem viel, Andreas Reimer. Geboren übrigens in der Ukraine als Andrei Reimer. Lebt und trainiert in Bremen. Ist hier im Duell, das sieht man, deutlich der kleinere Mann. 1,68 Andreas Reimer, Predrag Kovacevic 1,83 Meter groß, also 15 cm Größenunterschied, bedeutet natürlich, was man hier schon sieht, Reimer muss sehr weit draußen bleiben, dann versuchen kurz ranzuspringen, die Distanz zu überbrücken und irgendwie zum Abschluss zu kommen, aber erstmal sieht es so aus, dass Reimer sehr, sehr, sehr viel wegläuft, dabei immer wieder auch die Auslage wechselt. Im Moment ist das eher, ja, hat eher ein bisschen was von olympischem Rückwärtslaufen. Noch nicht viel mit Boxen zu tun bisher. Aber Kovacevic muss dann natürlich in die Rolle des Aggressors, muss auch arbeiten, muss mit seinem Jab arbeiten und muss Treffer setzen. Reimer wird darum bemüht sein, hier eben, wie gesagt, nicht in die Schlagdistanz zu geraten von Kovacevic, sondern wenn, dann nah ranzukommen, um dann harte Treffer zu setzen. Also Reimer muss die Distanz irgendwie überbrücken. Kovacevic muss seinen größten Vorteil und seinen Reichweitenvorteil nutzen. Das ist ganz klar das, worauf es hier ankommt von beiden Seiten aus. Und bei Reimer auffällig, wie oft er die Auslage wechselt, wie flexibel er da ist, hin und her tanzt, mal links, mal rechts rumsteht, um natürlich seinem Gegner keine Angriffsfläche zu geben. Jetzt wieder eine Normalauslage, in der er auch eigentlich boxt. Aber da stellt er sich schon wieder andersrum, geht in die andere Richtung. Spielt er also viel mit den Auslagen. Sieht man auch nicht so häufig, also sehr, sehr, sehr unorthodoxer Stil. Das heißt ja auch, die Rechtsauslage im Englischen ist ja das Unorthodoxe. Das sieht wirklich unorthodox aus, was Reimer hier macht. Kovacevic kommt jetzt mit ersten Treffern. Also interessant und unterhaltsam schon, was die beiden hier machen. Ist ja noch eine sehr eigene Art von Boxkampf. Ja, und das war schon die erste Runde, also kurzweilig ist es. In der Ecke von Andreas Reimer übrigens sein Trainer Peter Molisenko. Bei Peter Kovacevic, werden Sie vielleicht schon erkannt und auch gehört haben, Alexander Petkovic hat sich gestellt, also vorhin noch selber als Boxer im Einsatz, jetzt schon Trainer und will hier seinen Jungen zum zweiten Sieg im zweiten Kampf coachen. Second out. Reimer atmet tief durch, nutzt die Zeit, also wie gesagt, bisher sieht es eher so aus, als wollte er mit seiner Taktik Kovacevic in erster Linie ein bisschen aus dem Konzept bringen, verwirren. Jetzt versucht ihn zu überraschen, springt mal gleich ran zu Beginn, geht jetzt in die Rolle des Aggressors, das hat er in der ersten Runde gar nicht gemacht, da ist er erstmal nur weggeblieben. Das macht er jetzt auch wieder, marschiert wieder raus. Auffällig auch, das ist fast so ein bisschen eine gewisse Arroganz, die er ausstrahlt, wenn er den Gegner einfach gar nicht anguckt, sondern irgendwo anders hinguckt, so ein bisschen dann No-Look-Schläge landen will, also sehr eigenwilliger, sehr eigener Stil. Bestimmt nicht angenehm für Predrag Kovacevic, der vielleicht eher ja, eine andere Art von Boxkampf hier erwartet hatte. Aber Reimer macht das mit seiner ganz eigenen Art schon ganz gut. Das ist etwas, was man so natürlich sehr, sehr selten sieht. Ständige wechselnde Auslage, ständige Bewegung. Aber er muss natürlich selber schlagen, auch um Punkte zu sammeln, um die Punktrichter zu beeindrucken. Denn nur diese Beinarbeit, die wird nicht reichen, um Runden zu gewinnen. Aber na, der Kampf ist auf 10 Runden angesetzt. Da kann man schon sich auch ein bisschen Zeit lassen. Jetzt kommt es zum Schlagabtausch. Da kommt dann Kovacevic auch mit ein paar Treffern durch.
Kovacevic trifft da in dem Moment besser als Reimer. Der muss mehr machen. Wird es auch mal, dass er sich nicht abdrehen soll. Also der Reimer immer wieder mit schnellen Beinen. Springt rein, springt raus, schlägt, aber immer noch nicht. Und Kovacevic mit einem schönen Konter bringt einen Aufwärtshaken ins Ziel. Das sieht gut aus. Kovacevic macht das im Moment sehr, sehr souverän abgekehrt. Lässt sich also nicht verunsichern durch das viele Rumgobs und die viele Bewegungen von Andreas Reimer, sondern versucht eben seine Linie zu finden. Und er müsste natürlich sehen, dass er noch besser in die Distanz kommt. Der Treffer setzt dann jetzt ein schöner linker Haken. Aber da kontert Reimer dann auch. Kontert erst zum Körper mit der linken, dann kommt ein rechter Haken lang auf der Außenbahn. Das wird interessant sein, wie sich das entwickelt, also ob das hier immer so weitergeht. Im Moment ist es Kovacevic derjenige, der die Treffer landen kann, wenn Reimer dann doch mal in eine Distanz dafür kommt. Bei Reimer ist interessant, dass er tatsächlich auch dann, wenn er reinspringt, bisher nur fintiert und gar nicht schlägt. Also bisher wollte er noch gar nicht so richtig Treffer setzen, so sieht es zumindest aus. Die Frage ist eben, wann er damit anfangen will. Also, ja, wir haben hier 10 Runden, wir haben hier viel Zeit. Insofern kann es schon sein, dass er Gegner erstmal entnerven will und müde machen will auch. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ermüdend, selber so viel in Bewegung zu sein. Muss weite Wege gehen. Und dieses Getänzel. Ja. Das ist jetzt kein Ali-Shuffle, sondern der Reimer-Dance. So, Alexander Petkovic in der Ecke scheint ganz zufrieden zu sein mit seinem Schützling. Das Publikum ist zufrieden mit den Nummern-Girls. Also alles in Ordnung soweit. Schöne Grüße an der Stelle an Werner Kastor. Er wird es wahrscheinlich nicht sehen und zuhören, aber der wäre wahrscheinlich der Meinung, dass die Nummern-Girls hier noch ein Tick zu jung sind. Auf der anderen Seite ist er auch ein Tick älter als ich. Seconds out, Ring 5 zu Runde 3. So, also konzentrieren wir uns wieder aufs Boxen, auf den Boxsport, dafür sind wir hier. Reimer, wie schon in der letzten Runde, versucht es dann gleich zu Beginn mal mit so einem überfallartigen Angriff. Geht dann wieder in seinen Rückwärts-Seitwärtsgang. Ja, da müsste man mal gucken, ob die Schrittfolgen tatsächlich auch fest einstudiert sind. Also das hat schon ein bisschen was von Tanzen. Dazu immer wieder finden, aber nochmal, also mit finden ist es halt auch schwer, auf den Scorekarten sich Runden zu sichern. Also da muss dann doch ein bisschen mehr kommen. Kovacevic, wie gesagt, der macht das ganz ruhig, steht fest, steht in der Ringmitte. Ist natürlich nicht leicht, diesen Reimer zu stellen, weil der einfach so viel in Bewegung ist, aber wenn dann jemand schlägt und trifft, dann ist es im Moment Predrag Kovacevic. Reimer scheint einfach zu lauern auf diese eine Lücke, auf diesen einen Moment, den er gegen Maiketa ja sehr früh schon gefunden hat. Und wenn er auch hier die Lücke findet, dann ja, er hat gezeigt, dass er es mit einem Schlag entscheiden kann. Generell ist es so bei Andreas Reimer, 8 Siege, 7 davon durch K.O. Also ein bisschen was hat er drin, wobei natürlich der Sieg gegen Maiketa der größte war seiner bisherigen Karriere. Interessant bei Andreas Reimer, der hat schon mit Oktay Oktay im Ring gestanden, im Juni 2006. Oktay Oktay, olympischer Silbermedaillengewinner, 3-mal glaube ich um die WM geboxt, im Weltergewicht, 3-mal leider vergeblich, aber auf jeden Fall großer Name des deutschen Boxsports, der mittlerweile als Trainer bei EC Boxing aktiv ist. Kovacevic setzt einen schönen Konter. Kovacevic natürlich bei nur einem Profikampf bisher noch keine großen Namen im Rekord. Also die Profi-Erfahrung, die spricht für Reimer, weil die
die Art und Weise, wie er hier boxt, einfach sehr, sehr ungewöhnlich ist. Ein anderer interessanter Name, der auch bei Rheinmann im Kampfrekord auftaucht, Gregor Poxer. Mag man nicht noch bekannt sein durch seinen Sieg über Sebastian Silvester oder auch die Niederlage, die er hinnehmen musste gegen Gennady Golovkin. Und Gregor Poxer. Auch mit dem ist Reimer übrigens über die Runden gegangen. Das heißt, Reimer hat nicht wirklich das, was man einen Suspect Chin nennt. Er ist noch nie K.O. gegangen, obwohl er schon 10 Niederlagen hätte mitnehmen müssen, immer über die Runden gekommen. Also Nehmerqualitäten hat dieser Andreas Reimer. Wobei er natürlich auch gerade hier in diesem Kampf einen Stil zeigt, bei dem er gar nicht viel nehmen muss, weil er einfach so, so weit weg bleibt. Aber man muss doch sagen, wenn jemand Treffer setzt, dann ist es Petra Kovacevic, der bisher die Runden haben sollte. Applaus für unser Round Cut Girl. In der Ecke von Andreas Reimer geht es sehr, sehr ruhig zu. Peter Moisenko spricht sehr ruhig auf seinen Schützling ein. Seconds out. Ring frei für die vierte Runde. So, gehen wir in die nächste Runde. Altbekannte Bild. Einmal zwei links, zwei rechts, einen fallen lassen. Das Häkeln, oder? Viele Sidesteps, also Bewegungen, die man wirklich selten sieht in der Form im Boxring. Und dann versucht dann immer reinzuspringen, zu explodieren. Aber die Schläge sind doch sehr telegrafiert, die kommen von sehr weit außen. Und damit kann er Kovacevic hier nicht beeindrucken und nicht überraschen. Kovacevic steht nach wie vor ganz unaufgeregt, steht da, weiß, er hat die Reichweite, weiß, er hat den Jab, weiß, er kann auch Konter setzen, wenn der Gegner kommt. Und so punktet er hier, klaut sich Runde um Runde. Reimer muss dann doch noch mehr anbieten, um hier bei den Punktrichtern Eindruck zu schinden. Jetzt vielleicht mal das so eine Aktion, wo er nach vorne kommt, aber dann eben einfach zu wenig schlägt, zu wenig draus macht. Jetzt fliegt dann die Faust auch weit vorbei. Also wenn es hier Treffer gibt, dann doch eher von Kovacevic. Gerade mal schön zum Körper war dadurch der Kovacevic. Ich muss sagen, also auch wenn es sehr eigenwillig ist, was der Andreas Reimer hier macht, ist das ein durchaus unterhaltsamer Kampf, der seine Spannung natürlich daraus nimmt, dass man sich immer fragt, wann kommt was von Reimer, wann kommt mal so ein Angriff, wo er dann vielleicht Treffer setzt und wie gut kann Kovacevic diese Angriffe dann abkontern, abfangen. Mit Kovacevic ist es natürlich nicht leicht. Der guckt immer, steht sehr stabil, wartet immer ab, kommt nie in die Distanz, dass er mal den Jab zwei oder dreimal platzieren kann, dass er dann links-rechts einfach schlagen kann. Jetzt aus dem Rückwärtsgang setzt mal einen Treffer, Kovacevic. Also beide sind gut und schnell auf den Beinen, versuchen sich da gegenseitig zu überbieten mit der Beinarbeit. Im Fußball macht man das ja gerne, dass man die Laufdistanzen der Spieler gegeneinander aufrechnet. Ich glaube, wenn wir hier eine statistische Auswertung machen würden, nach gelaufenen Metern oder sogar Kilometern, das wäre rekordverdächtig hier, was die beiden zeigen. Der Ring ist natürlich auch sehr groß, den wir hier haben. Das kommt Reimer und seinem eigenwilligen Stil zugute. Bleibt auf jeden Fall unterhaltsam. Und die Zuschauer hier in der CU Arena sind natürlich auch angetan von dem Gefecht. Also dann bis nächste Nummern, Girl. Ja.
Kollege Castor wäre zufrieden. Nicht vom Boxerischen her, aber zumindest die Rundenpausen. Applaus für unser Round-Faktor, Holger. In der Zeitlupe nochmal schön zu sehen. Er kommt dreimal dann mal durch im Infight. Aber die Momente, die muss er noch weiter forcieren. Also da muss er einfach noch mehr machen, der Reimer. Muss noch mehr versuchen, seinen Gegner in den Infight zu zwingen. Denn sonst gehen hier einfach Second zu viele out. Runden weg. Ring frei. Wir haben jetzt vier Runden gesehen. Wir gehen Runde. Die fünfte. Bisher dürfte Petra Kovacevic relativ eindeutig führen auf den Punktzetteln. Ich meine, man weiß ja immer nicht so genau, wie die Punktrichter werten. Aber das war mal ein schöner Angriff jetzt von Reimer zu Beginn der Runde. Das haben wir in den Runden eigentlich bisher immer gesehen, dass er versucht, den ersten Treffer zu landen. Aber insgesamt ist ja so eine alte Diskussion. Reden wir von der Mehrzahl der Schläge und Treffer oder reden wir von den klareren Treffern? Das ist ja so ein Vokabular, das Uli Wegner vor allen Dingen gerne bemüht. Wir haben die klareren Treffer gehabt. Oder vielmehr, ja, wir haben klar die klaren Treffer gesetzt, wa? Und naja. Also unabhängig davon, ob man hier nach klaren Treffern geht oder nach Vielzahl der Treffer. Im Moment, Kovacevic bisher der bessere Mann. Aber jetzt kommt Reimer. Will Reimer offensichtlich mehr. Da hat ihm sein Trainer wahrscheinlich auch gesagt, du musst mehr schlagen, du musst mehr machen. Das macht er jetzt auch. Geht zum Körper, arbeitet gut. Kovacevic versucht zu locken. Lässt er die Decken mal hängen. Jetzt wird es ja ein richtig offener und guter Schlagabtausch. Also man muss wirklich sagen, Respekt vor beiden. Ja, Ermahnung von nämlich der Holger Wiemann, nicht in den Kopf schlagen soll, also diese Rabbit Punches, die auch gefährlich sind, Schläge in den Nacken, die hat er zu unterlassen. Da springt er wieder rein, der Reimer, immer mit dem Kopf voran, das bemängelt Kovacevic jetzt. Also Reimer sieht jetzt in dieser Runde besser aus, weil er eben mehr schlägt, weil er bei diesen Angriffen, bei diesem Reinspringen dann auch Schläge setzt. Man muss natürlich darauf achten, dass sie mit den Köpfen nicht zusammenstoßen. Abbruch hier wegen eines Kampfs wäre schade, denn beide zeigen hier einen guten Kampf. Jetzt schafft es dann Kovacevic seinen Jab immer rauszustechen, um da schon den ranstürmenden Reimer abzufangen. Gerade ein ganz kurzes Problem mit den Beinen, die da ein bisschen überkreuzt standen, deswegen leicht kurz im Moment des Ungleichgewichts. Weiter geht's. Ja, die Stimmung ist gut, hier ist richtig was los jetzt in der Halle. Also die Leute sind auf jeden Fall angetan von dem, was sie sehen im Ring. Und es ist auch schön, dass wir hier, wie gesagt, von beiden Seiten recht anständigen Kampf zu sehen bekommen. Ja, Kovacevic gönnt sich jetzt eine kleine Pause. Reimer genauso. Müssen wahrscheinlich noch ein bisschen durchatmen. Also es ist. Das darf man nicht unterschätzen, also gerade die viele Bewegungen, die hier drin waren in der ersten Runde, das ist natürlich sehr, sehr anstrengend, sehr kraftraubend. Auch wenn man nicht so viele Schläge setzt und wenn jetzt der Output bei beiden nicht so groß ist, aber trotzdem kostet das natürlich wahnsinnig viel Energie. Da ging der Angriff von Kovacevic in die Deckung, da auch. Also Reimer ist defensiv, macht er das gut. Offensiv muss noch ein bisschen mehr kommen, aber das ist eine Runde, die könnte ich Andreas Reimer auf jeden Fall geben, weil er in der ersten Rundenhälfte endlich mal besser aussah, mehr gemacht hat. So, da sehen wir nochmal eine Zeitlupe, eine schöne Studio. Also da trifft Kovacevic. Reimer hat aber die Deckung geschlossen, kommt dann selber auch nicht wirklich durch. Aber trotzdem dieses Ranspringen und Schlagen und Treffen ist bei Reimer in der Runde besser gelungen als in den Runden zuvor. Aber Kovacevic kontert gut und Alexander Petkovic als Trainer scheint sehr zufrieden zu sein bisher mit der Leistung seines Schützlings. Das ist hier sehr ruhig, aber bestimmt eine gute Anweisung. Ring frei also für Runde 6. Petko als Trainer auch sehr gut, muss man ganz ehrlich sagen. Spricht viel mit seinem Boxer. Vielleicht schöne Option für ihn für die Zukunft. Und
Kovacic setzt hier die ersten Treffer. Da kommt Reimer, jetzt versucht das. Also Reimer wird auf jeden Fall wesentlich aggressiver. Wird aggressiver, schlägt mehr. Also nehmen mal an, dass die Ecke von Andreas Reimer ihm doch klar gesagt hat, er muss mehr machen, und er macht mehr, und er trifft auch mehr. Da ein Kopfstoß von Petr Kovacevic, das müssen wir nicht sehen. Hat Holger Wiemann offensichtlich auch nicht gesehen, also unnötige Aktion an der Stelle. Und Wies hier übrigens auch in der Ecke von Petr Kovacevic, gibt auch mit Tipps. Sagt immer, lass die Hände oben, lass die Deckung oben. Soll auch fintieren. Jetzt verfällt Reimer wieder in dieses Getänzel. Ja, muss noch ein bisschen mehr machen, der Andreas Reimer. Also ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Hier will die Ecke von Kovacevic dann auch Konter sehen, wenn Reimer ranspringt, wenn Reimer wie eben klar verfehlt, dann muss der Konter kommen, dann muss die Hand reinkommen. Reimer noch wieder durch mit ein, zwei Händen. Das kann Kovacevic eigentlich vermeiden. Das muss er eigentlich auch vermeiden. Man weiß, Reimer ist gefährlich, wenn er denn durchkommt. Also da muss er aufpassen, der Peter Kovacevic. Denn ja, Reimer wird jetzt aggressiver, ist ein bisschen wie ein wilder Stier. Ja, Alexander Petkovic bemängelt hier Kopfstöße. Das ist auch richtig, dass Reimer oft mit dem Kopf voran in den Mann geht. Aber Reimer setzt auch Treffer. Kovacevic jetzt wieder im Vorwärtsgang. Also wirklich abwechslungsreiches Gefecht hier. Schöne Linke von Reimer im Ziel. Da war schon wieder eine schöne Linke im Ziel. Ein Konter von Kovacevic, der auch sitzt. Also Reimer will jetzt. Reimer drückt. Reimer fühlt vielleicht auch, dass sein Gegner doch beeindruckt ist. Der Kovacevic versucht zu klammern. Gute Runde für Andreas Reimer. Wieder springt er rein, versucht den linken Haken zu setzen, schlägt vorbei, aber trotzdem. Reimer jetzt mit einer guten Leistung in der Runde und so langsam reißt er hier das Geschehen an sich. Wirklich. Langsam. Sechs Runden sind rum. Und Maria. Also, ja, abwechslungsreich, unterhaltsam. Respekt an beide Boxer. Da sehen wir nochmal so eine Aktion, wo Reimer es versucht, im Infight eben Treffer zu landen. Dann viel verfehlt, aber da. Kommt da durch, in der linken, in der rechten. Dann taucht Kovacevic gut ab, schafft es aber nicht, Eigentreffer ins Ziel zu bringen. Aber das sind alles Aktionen, die muss man dann auch Reimer als Aggressor zugute halten. Und die könnten den Ausschlag geben, dass Andreas Reimer diese Runde gewonnen haben könnte. Seconds out. Mein Punktzettel führt Kovacevic immer noch, weil die ersten vier Runden einfach der bessere Mann waren, weil Reimer da zu wenig gemacht hat. Aber seitdem ist Reimer besser im Kampf und deswegen könnte das hier richtig knapp und richtig spannend werden. Und es ist richtig spannend. Das ist ein guter unterhaltsamer Kampf. Halbmittelgewicht ist natürlich eine Gewichtsklasse, die gerade international sehr, sehr stark besetzt ist. Schöne Kombination jetzt von Reimer. Reimer trifft zum Körper. Schöner Konter auch von Kovacevic. Jetzt wird noch der Stange geworfen. Da trifft Reimer, aber auch ein bisschen Hinterkopf. Dann wieder eine Linke im Ziel. Fintiert er schön. Und ein harter Niederschlag von Andreas Reimer. Fintiert mit links. Die rechte kommt voll durch. Und jetzt ist Kovacevic deutlich angeschlagen. Und ganz wackelig auf dem Bein. So, jetzt müssen wir sehen, ob sich davon erholen. Oh, da fliegt das Handtuch. Alexander Petkovic beendet den Kampf. Andreas Reimer gewinnt diesen Kampf durch K.O. Und was für ein krachender K.O. das war. Da hat er wirklich mit links angedeutet, mit links hintiert. Und mit rechts kommt er voll durch.
Petra Kovacevic ist nicht einverstanden, ist nicht zufrieden mit diesem Handtuch, mit der Entscheidung. Die linke wackelt ein bisschen und die rechte war voll zum Kinn, voll zum Kopf. Sehr schön. Schöner Treffer. Sehr, sehr, sehr schöner Treffer, den Reimer da gesetzt hat. Da hat er einfach seine Gefährlichkeit angedeutet. Er hat genau das gezeigt, was er gegen Maiketa auch gezeigt hat. Er hat diese Power. Und ja, also gut gemacht. Schöner Kampf von beiden. Respekt an Petra Kovacevic. Respekt muss ich auch sagen an Alexander Petkovic, diese Entscheidung. Sein Boxer sieht das anders. Sein Boxer hätte gerne weitergemacht, aber als Trainer sagt er, nein, ich gehe jetzt kein weiteres Risiko, dass es nicht noch einen schweren Treffer gibt. Ich nehme ihn raus, meinen Kämpfer aus dem Ring. Also auch da eine mutige Entscheidung durchaus, aber eine gute Entscheidung, wie ich finde. Und ein schöner Kampf von den beiden. Also schön. Nicht im Sinne von technisch schön und technisch hochwertig. Also ich wollte gerade sagen, international in der Gewichtsklasse gibt es natürlich Leute wie ein Saul Alvarez zum Beispiel aus Mexiko, der noch eine andere Gewalt, noch eine andere technische Klasse in den Ring bringt. Auch natürlich Floyd Mayweather, der beste Boxer der Welt aktuell. Hat sich noch nicht so richtig entschieden, ob er Welter- oder Halbmittelgewicht boxen will. Aber das ist natürlich alles eine boxerische Qualität, von der wir hier ganz klar nicht sprechen müssen. Aber mit diesem eigenwilligen Stil wird Andreas Reimers noch vielen Leuten sehr, sehr unangenehm machen, gegen ihn zu boxen. Also das muss man mal ganz klar sagen. Eine ganz eigene Art zu boxen, aber hier in diesem Fall wieder mal erfolgreich. Jetzt 9 Siege bei 21 Kämpfen, also immer noch keinen ausgeglichenen Kampfrekord, muss man auch sagen. Andreas Reimer hat viele Niederlagen schon hinnehmen müssen, aber wohl auch gelernt aus diesen Niederlagen und scheint im Moment so stark zu sein, wie er in seiner inzwischen ja doch auch schon sehr langen Karriere noch nie war. Reimer hat sein Profidebüt gegeben 2005. Ein Applaus für unsere tapferen also Kämpfer. Seit 8 Jahren schon Profi. Und wie gesagt, er macht im Moment den Eindruck, als wäre er so stark wie noch nie. Gute Leistung, schöner Sieg. Der Gürtel, der GBO und Britta Kovacevic ärgert sich, das sieht man. Geht in der 7. Runde nach 1,4 Sekunden an Andreas Reimer. Andreas Reimer freut sich, ja, zeigt die Muskeln, lässt die Muskeln spielen, mit denen er diesen entscheidenden Treffer gesetzt hat. Schöner Sieg für ihn. Hat auch Fans mitgebracht, offensichtlich aus Bremen. Publikum ist begeistert. Schön, schöner Kampf.